Ich habe noch nicht einmal was essen müssen. Wahrscheinlich bin ich dann am Ende wieder gleich tot. Gehen wir hier mal rüber und holen uns mal unendliches Wasser. Unendliches Wasser. Zack. Endliches Wasser. So. Bis wohin würde es denn laufen? Ach, bis da vorne um die Ecke rum. Also kann ich hier durchaus noch ein Ding ranklatschen. So. Damit sollten ja die Fellner. So, das kann ich dann noch wegnehmen. Also erstmal das Wasserbecken setzen wir jetzt hier in die Wand. Das nervt, dass es da oben hängt und mir eigentlich nur im Weg ist. Bei einer Breite von 7 haben wir hier in der Mitte noch. Theoretisch, jetzt hängt meine Maus wieder. Ich brauche mal eine neue Maus. Nächsten Monat. Maus, oh komme. So. So. Zack, zack. Und wir nehmen, dass ich keinen Hunger mehr verspüre, ist auch so komisch. Irgendwie. Ich habe noch nicht einmal was essen müssen. Wahrscheinlich bin ich dann am Ende wieder gleich tot. Und da habe ich meine Difficulty, bla. Achievements. Ach, das macht er pro. Pro Ding neu oder was? Na, das ist ja toll. So, unendliches Wasser. Einmal. Zweimal. So. Damit kann ich das hier oben nämlich. Komm hier, Dörte. So, das hier oben endlich wegnehmen. Lalala. So. So, weil theoretisch müsste das doch dann auch sogar bis hier funktionieren. Ja gut, ich brauche jetzt hier noch irgendwie Beleuchtung. Für hier die Mitte. Das ist hier. So, mach die weg. Mitte. 1, 2, 3, 4. So, damit haben wir ordentlich Licht, ordentlich Wasser. Und das sollte auch eigentlich funktionieren. Da haben wir auch schon eine Ho. Haben wir, ne? Wir hatten eine Ho mit uns da drüben gemacht. So, also erstmal ein unausgebaut hier unser Keller. Unser Kellerbeet. Ist jetzt nicht das schönste aller Zeiten und auch überhaupt nicht automatisiert und gar nicht, aber ich habe keine Home. Naja, bauen wir uns eine. Let's craft a simple hole. So. Lalala, hüpf. Ich habe auch mitgekriegt, ich muss mehr hüpfen. Als ich das jetzt mir alles mal angeguckt habe. Weil es ja eigentlich nicht mehr Minecraft, sondern inzwischen Jumpcraft geworden. Die hüpfen ja alle nur noch. Weil die normale Fortbewegung in Minecraft zu langsam ist. Sie schwimmen gegen die Zeit, habe ich manchmal das Gefühl. Ja gut, nicht alle sind so krass drauf, aber es gibt da schon den einen oder anderen, der so, nun ja, sehr Bouncy-Bauer-mäßig unterwegs ist. So, jetzt machen wir es hier alles mal mit Kabel. Einfach erstmal, weil mir nichts Blöderes einfällt, als genau das zu machen. Den haben wir wieder weg. So.
weil damit haben wir ein schön bewässertes Feld und keinerlei Automatisierung, aber es ist, ja, es müsste ertragreich sein, es hat viel Licht. Man könnte jetzt hier in der Mitte... Warum schleiche ich, um das Feld nicht kaputt zu machen? Das wissen wir doch noch, ne? So. Vielleicht schleiche ich auch, weil es schon wieder kurz nach 11 ist. Aber wer weiß das schon so genau. So. Ordentlich Licht, ordentlich Wasser. Und damit können wir doch erstmal leben. Also es sieht jetzt nicht so toll aus, der Raum, aber den machen wir dann nochmal schön. Irgendwann. Erstmal soll er Ertrag abwerfen für unsere Viecher da drüben. Und apropos Viecher da drüben. Ach, die Hühner werfen schon Eier. Eigentlich legen sie ja Eier, aber ob das mit dem Werfen bei ein schöneres Gleichnis. So. So. Ordentlich viele Hühner, ne? Ordentlich viele Kühe vor allem. Das ist gut. Für Leder brauchen wir. Schön. Also müssen wir bald darüber nachdenken, die Farm zu erweitern. Eier gibt es auf jeden Fall auch schon ein paar. 10 Stück immerhin. Ist okay. Kann man mit leben, ne? So. Insgesamt könnte man auch sagen, zu den neuen Minecraft-Gebaren, entdeckt den Assi in dir. Bitte hierzu einen Link auf das entsprechende Video. In die Kommentare. You can only sleep at night. Na, ist das nicht toll? Nur in der Nacht dürfen wir schlafen. Also ist draußen Tag. Was machen wir denn jetzt noch? Naja, wobei, sind doch schon 2 stattliche Folgen geworden. Dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle enden wir. Wir haben was geschafft. Wir haben diesen Gang gegraben. Wir haben eine erste Farm. Der Weizen wächst. Jetzt noch nicht so. Ach nee, warte mal. Wir machen noch Slabs. Wir machen noch Slabs. Slabity Slabs Slabs. Slabity Slabs Slabs. So. Ah, ja. Gut. Das sind Steinzäune? Verdammt. Das sind Slabs. So. 64 an der Zahl sollte reichen für ein Minecraft-Leben. Episch wird jetzt geschlichen. Und wir machen erstmal Slabs hier drauf. Warum machen wir das so? Naja, damit uns nicht alles ins Wasser fällt. Was fällt... Das Feld trotzdem ein wenig bewässert bleibt. Um nicht zu sagen, optimal bewässert bleibt. Der war falsch. So und so. Genau. Röchel, röchel, hust, hust. Das ist doch gut. Das heißt nämlich auch, wir könnten hier Slabs machen. Kommt man da nicht mal rein. Aber man kann noch Wasser holen. Na, das ist doch gut, oder? Können wir jetzt auch hier nochmal Slabs machen? Können wir immer noch Wasser holen. Na, ist das nicht toller? Ist das kein toller Brunnen? Na, ist doch der epischste Brunnen seit Minecraft-Gedenken. Nun ja, nicht wirklich. Auf jeden Fall haben wir viele Fackeln hingesetzt. Können noch mehr hinsetzen. Ganz, ganz viele. Jetzt kann man nämlich auch hier mal ein bisschen schneller laufen. Ui. Nach welchem Algorithmus das geht, ob das Gras, also ob das kaputt geht, was man da angelegt hat oder nicht, würde ich auch gerne mal wissen. Ist irgendwie so ein bisschen... Nee, nee, nee. Ja, ja. Nee, nee. Ja, 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 ja. So, ja, ja, ja. Jetzt
Zuge der Symmetriegleichheit der Seiten ist das jetzt symmetrisch gleich. Und ich würde sagen, damit sind wir fertig. Ohne. Ach, was ist hier noch? Da können wir auch nochmal Kabel reinmachen. Naja, so ein bisschen. Der Kasten oben sieht auch noch ziemlich kastig aus. Wir müssen das halt ein bisschen besser verstecken. Aber es ist auf jeden Fall die beste Farm erstmal, die wir kriegen können. Vielleicht können wir ja draußen nochmal, wenn wir ein bisschen Gras hauen, was reißen. Wir können auch nicht die Bänder rein. Dann gehen wir doch nochmal raus, um festzustellen, dass es gleich Nacht wird. Ja, die Sonne geht schon fast wieder unter. So, haben wir hier mal ein bisschen Gras. Irgendwie wurde die Wahrscheinlichkeit, ob Seeds gedroppt werden oder auch nicht, ja, auch angepasst. In der letzten Version. Also inzwischen kriege ich viel mehr Seeds als das letzte Mal, wo ich da so ewig lang gesucht habe. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher, in welcher Version das genau war. Hier nach vorne könnten wir uns eigentlich auch rausbauen, aber müssten wir noch ein bisschen tiefer als die Tiefe, wo wir jetzt sind. Das heißt, so schön mitten im See rauskommen und da dann mittels Glas so eine schöne Kuppel bauen können. Ach, das wird wieder schön. Ich freue mich ja drauf, wenn es denn soweit ist. You can only sleep. Was? You can only sleep if you stand right beside the bed. Only then you can sleep. So. Warum ich keinen Hunger habe, würde ich gerne mal wissen. Ich müsste mal mir die Difficulty Settings angucken. Oder ob Hunger aus ist. Keine Ahnung. Also hier Creative Modus nicht an. Aber irgendwie kriege ich keinen Hunger. Difficulty, new difficulty. Help, help. Difficulty. Ja, toll. Welche haben wir denn gerade? Info? Help. Help. Debug, Start, Stop, Game Mode, Difficulty, New, the Effect, Enchant, Force. Das hilft mir alles nicht wirklich weiter. Vielleicht hat ja einer von euch eine Ahnung, wo man das hier einstellen konnte. Ich weiß nämlich nicht mehr. Es muss ja bei den Options. Peaceful. Easy, Normal, Hard. Hard. Nee. Normal, ne? Hart? 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 Options. Machen wir erstmal normal. Das erklärt auch, dass nirgendwo Monster waren. Ey. Habe ich das echt eingestellt? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Wenn ich es echt eingestellt habe in irgendeiner der ersten Folgen, sagt mir das doch mal bitte, dann tut es mir leid. Nein. Geh wieder rein. Geh wieder rein. Panikhuhn. Wo bist du hin? Panikhuhn. Geh wieder rein. Gehst du in deinen Käfig? Gehst du in deinen Käfig? So. Wie züchte. Ah, ne, Hühner brauchen auch Weizen, glaube ich. Ja, alles nochmal abchecken und abklären. Röchel, röchel, hust, hust. Mann, Mann, Mann. Wird ja echt. Ah, oh, ich krieg Hunger. Ich krieg Hunger. Ich hab schon einmal Hunger. Juhu. Na, endlich. Endlich Hunger. Ich hab mich schon nie gewundert. So, der Weizen wächst und gedeiht. Das ist alles schön. Gut, das war's dann mal wieder wirklich. Also, nachdem es schon zweimal das war, war's das jetzt. Ist die Folge des Das war's vorbei. Und ich wünsche euch und mir noch einen angenehmen Tag.
Montagmorgen, whatever, when you ever will see this. Und bis dahin, bye bye. Bye bye. Bye 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 bye.